Apropos Auto, das erste Auto auf vier Rädern war ein Elektroauto. Um 1900 gab es in Wien mehr Elektroautos als Benziner. Einer der Gründe war, dass sie leiser waren. Aber das billige Erdöl, die größere Reichweite waren dann der Beginn des Siegeszugs der Ottomotoren. Das schadstoffärmere Elektroauto ist aber heute immer öfter zu sehen und nicht zu hören. Doch der fehlende Lärm wird vor allem von blinden und sehbehinderten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kritisiert. Sie protestieren in erster Linie gegen die Elektro-City-Busse im öffentlichen Verkehr. Ein Bericht von Marianne Waldhäusl. Auf diesen Citybus sind die Wiener Linien stolz. Er tankt Strom, braucht nur ein Fünftel der Energie, die ein Dieselbus verbraucht, und er fährt extrem leise. Doch diese technische Errungenschaft hat auch ihre Tücken. Denn der geräuscharme Bus ist eine Bedrohung für Fußgänger, vor allem für sehbehinderte und blinde Menschen, die sich hauptsächlich an Geräuschen orientieren müssen. Wenn man dann die Busse nicht hören kann, diese Elektrobusse, dann ist man natürlich in Lebensgefahr. Bei den Wiener Linien sieht man das anders. Die Wiener E-Busse sind ein Prestigeprojekt, das sich international auch wirklich großer Beliebtheit erfreut. Sie haben jetzt 200.000 Kilometer in der Wiener Innenstadt zurückgelegt, ohne einen einzigen relevanten Vorfall. Doch für viele Menschen bedeuten die lautlosen Busse eine unüberwindbare Barriere und damit eine Einschränkung ihrer Mobilität. Das Problem könnte leicht entschärft werden, sagen die Betroffenen, wenn die Busse zum Beispiel mit Motorengeräuschen ausgestattet werden. Wir wünschen uns einfach, dass alle Fahrzeuge für uns auch gut hörbar sind in der Stadt. Ja, also dass es da Warngeräusche gibt, die möglichst einem Motorengeräusch ähneln, damit wir einfach geschützt sind und dass wir wissen, wenn da etwas kommt. Monika Weinrichter hat deshalb die Arbeitsgruppe Elektra gegründet und beim Bundessozialamt ein Schlichtungsverfahren mit den Wiener Linien erwirkt. Die brachten zu einem Testversuch kein Motorengeräusch, sondern einen Handy-Klingelton mit, der aus einem Lautsprecher auf der linken Busseite erklang. Ein Geräusch, das schlecht zu orten war. Er hat gar nicht an ein Auto erinnert, sondern das klingt einfach wirklich wie ein Handy, das auf einen zukommt. Und somit wollten wir das natürlich wenigstens laut haben. Die Wiener Linien haben ja dann angeboten, dass wir einen eigenen Ton vorschlagen können, was natürlich sinnvoll gewesen wäre. Doch es kam zu keinem weiteren Treffen. Die Wiener Linien brachen die Schlichtung ab. Wir haben einen Test gemacht und haben uns angeschaut, wie laut müsste so ein Geräusch sein, damit das für die Beschwerdeführerin zielführend wäre. Es hat sich dann gezeigt, dass das bei einer Lautstärke von 93 Dezibel, das ist schwerer Lkw-Verkehr, einfach nicht möglich ist. Das ist etwas, das können wir unseren Fahrgästen nicht zumuten, das können wir dem Buslenker nicht zumuten, der 8 Stunden in diesem Bus sitzt. Und ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja nicht nur unsere Fahrgäste, wir haben auch zigtausend Anrainerinnen und Anrainer, die auch froh sind, wenn die Fahrzeuge leiser sind. Also das stimmt so nicht. Wir waren alle dabei, so wie wir hier stehen bei diesem Gespräch. Wir haben dieses Geräusch, war ein Handy-Klingelton im Prinzip, den wir da vorgeführt gekriegt haben. Zuerst wurde uns gesagt, das ist kein Problem, wir können das in allen Lautstärken hören. Und da haben wir uns dann entschieden gehabt, für 93 Dezibel war es sehr gut hörbar. Ja, das ist schon richtig. Dann haben wir es aber reduziert, weil es eben dem Fahrer auch zu laut war. Und dann am Schluss haben sie dann gesagt, plötzlich am Ende des Tests, hat es dann plötzlich geheißen, das dürften sowieso nur 80 Dezibel sein, weil das irgendwelchen Verordnungen entsprechen würde. Für die Wiener Linien ist die Diskussion beendet. Unsere Busse erfüllen alle gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich und auch in der EU. Und wir sehen derzeit keine Veranlassung, daran etwas zu ändern. Auch blinde Menschen wollen eine Lärmreduktion. Aber Fahrgeräusche müssen durch ein Mindestgeräusch wahrnehmbar bleiben. Beim Kuratorium für Verkehrssicherheit kennt man die Gefahr. Was deutlich rauskommt, ist, umso langsamer das E-Fahrzeug ist, umso schlechter wird es gehört. Also ein Beispiel, wenn man mit 10 km/h fährt, wird ein Auto mit E-Motor um 9 Sekunden später gehört als beim herkömmlichen Fahrzeug. In den USA ist ein Warngeräusch für Elektrofahrzeuge ab Herbst verpflichtend. Auch Europa will ein Gesetz einführen, heißt es im Verkehrsministerium. Doch das kommt erst 2021 und soll dann nur für neue Fahrzeuge gelten. Es bleibt also noch lange dem guten Willen von Herstellern und Betreibern überlassen, wie hörbar und damit auch sicher Elektrofahrzeuge unterwegs sind. Stellen Sie sich vor, es würde plötzlich für Sie würden lauter unsichtbare Fahrzeuge durch die Gegend fahren. Das wäre ja unmöglich, dass sowas bewilligt wird. Aber für uns sind diese unhörbaren Fahrzeuge genauso nicht wahrnehmbar wie für einen sehenden Menschen die unsichtbaren Fahrzeuge nicht wahrnehmbar wären. Monika Weinrichter wird die Wiener Linien jetzt klagen, wegen Gefährdung und Diskriminierung.